kann. Und jetzt lache ich mich über meine Naivität selber kaputt. Kommen so ein paar Pferdchen daher. Haflinger-Wallach-Mischung. Geil, geil, geil. Auf einmal. Ich bin Romantiker. Guckt euch mal diesen geilen Himmel an. Da möchte ich zwei Spots machen. Heute Abend am Nordufer. Ah, den Namen von dem Ort habe ich schon wieder vergessen. Ein bisschen Sonnenuntergang. Und danach suche ich mir dann was Muckeliges zum Schlafen. Aber vielleicht bleibe ich auch da stehen. Ich muss mal gucken. Und von da aus geht's dann morgen früh, also je nachdem, wo ich stehe, ans Westufer. Da werde ich dann auch ein bisschen Sonnenaufgang, Langzeitbelichtung. Und dann wird die Janina kommen. Wir haben noch keine genaue Zeit. Dann machen wir noch ein Meet and Greet. Ja. Und das erstmal zu dem, was jetzt noch passieren wird. Also, ich sag mal so zweieinhalb Stunden werde ich jetzt zum Ammersee brauchen. Boah, da wird nicht viel passieren. Ein paar Eindrücke vom Weg. Und heute Abend ein bisschen Daten sichern, weil ich habe mit der Susi ganze 919 Bilder gemacht. Viel B-Roll. Also ihr könnt euch, ja, ihr habt das Material schon gesehen, aber ich muss es jetzt erstmal sichern. Okidoki, dann würde ich einfach mal sagen, ja, wir sehen uns gleich am Ammersee.
Fotofreunde, nennt mich den schlauen Planer. Mache ich für euch auch. Ne? Wenn ihr mal einen geilen Roadtrip braucht mit geilen Spots, die immer funktionieren, hier in die Kommentare plane ich euch. Man hätte ja drauf kommen können, hätte man, dass am Samstag bei 26 Grad und nur teilweise bewölktem blauen Himmel eine Stadt am See, wo auch noch ein Strandbad ist, wie ich gerade gesehen habe und wie ihr auch gesehen habt, ja, schon mit dem normalen Fahrzeug, selbst mit einem Grat, es schwierig sein könnte, einen Parkplatz zu kriegen. Ja, geil, ich habe mir da einen Platz fürs Womo rausgesucht, ja, direkt da an den Stegen. Ich habe da jetzt irgendwie überhaupt keine Sekunde drüber nachgedacht, dass möglicherweise es voll sein kann. Und jetzt lache ich mich über meine Naivität selber kaputt. Ja, ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe einen Parkschein gezogen. Dieser Parkplatz ist, ich sag mal, mit dem Scooter 5 Minuten vom Epizentrum. Mir ist das jetzt eh viel zu voll da. Ja, schaut mal. So sieht es jetzt hier aus, wo ich stehe. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Straße ist ein bisschen laut. Aber ich kann jetzt ganz legal für 3 Euro bis 20 Uhr stehen. Von 20 bis 10 sogar ganz umsonst. Ja, ich zeige den Platz hier nochmal. Vielleicht ist das was für den Nachwuchsagenten Under Pressure, weil er bedient sich ja immer gerne meiner Spots, der alte Wohnmöbelmann. Ne? Ja, ich bin auch ein bisschen müde, weil ich ja, wegen meiner dämlichen Unzulänglichkeit schlecht gepennt habe und auch weil ja, die Krawallbrüder nebenan die ganze Nacht zum Tag gemacht haben. Deswegen, ich glaube, ich werde jetzt einen kleinen Powernap machen. Das ist so der Plan. Und Sonnenuntergang ist heute um 21.23 Uhr. Okay, also ich denke mal so 20 Uhr rum werde ich starten. Ich glaube, das ist eine ganz geile Zeit, um mal zu gucken, was an dem Spot geht. Absolut geil. Ich habe euch gerade mal Google Maps gesehen. Auf der ganzen Dorfstraße, Stegen heißt übrigens der Ort, ist Stau. Ja, ich habe mich verleiten lassen, liebe Janina, durch dein Video. Als du da warst, war da nichts. Oder warst du in dem Video gar nicht da? Hast du nur Fotos gezeigt? Wahrscheinlich unter der Woche im Winter. Ich hoffe ja, dass gleich die Sonnenanbeter verschwinden. Und ich sag mal, mein Platz hier ist ja echt schön. Da kommen so ein paar Pferdchen daher. Haflinger-Wallach-Mischung. Ist natürlich wieder totaler Kokolores, weil ich keine Ahnung von Pferden habe. Ich habe jetzt selber ein bisschen unterbelichtet, ne, damit ihr den blauen Himmel seht. Und, oh, habt ihr gehört? Meine Dachluke wurde vom Wind zugeschlagen. Ich merke aber auch, wie wichtig ist, das Fliegengitter bei offenen Türen hier stehen zu lassen, damit ich ein bisschen Airflow habe. Ich habe schon wieder 3 so dermaßen dicke Mückenstiche. Wie gesagt, jetzt Datensicherung. Ach, ich habe jetzt ja noch 3 Stunden Zeit. Hau ich mich mal ein bisschen auf Pfeile. Powernap und dann mit dem Scooter. Ich hoffe, ich kann dann mit dem Scooter fahren, aber vielleicht gibt es hier auch einen Weg oder so. Wahrscheinlich nicht. Egal, ich mache das schon. Eine Sache verstehe ich nicht und das möchte ich noch mal leicht anprangern. Der Parkplatz kostet überall gleich viel. Stunden Euro angefangen. Ne? Und die angenehmen Schattenplätze haben eine Durchfahrtshöhe von 2,50. Könnte knapp klappen, will ich nicht riskieren. Warum? Hat einer eine Idee? Weil es ist nicht für Womos verboten, ich zahle, aber die Womos möchten gerne lieber hier vorne bleiben. Hier, schaut euch das mal an. Da hinten, ich glaube, man kann es sehen, die Plätze, boah, die sind Premium im Schatten.
jetzt muss ich mir erstmal hier so die Spots, wie immer, erarbeiten. Die Sonne geht da unter. Hier haben wir jetzt das mögliche erste Motiv. Aber weißt du was? Ich glaube, ich nehme mal eine andere Kamera. Ich habe hier noch was bei. So, ich habe jetzt auf die andere Kamera umgestellt. So, hier Motiv 1, was mir schon mal gut gefällt. Ja, ein Bootshaus, keine Ahnung, was es ist. Aus Janinas Video weiß ich, dass es einem Prominenten gehört. Da hinten, ja, Fotografenkumpel. Ja, Filterfotografie sehe ich schon sehr geil. Der Biergarten, den finde ich jetzt nicht so spannend. Sonne wird da untergehen. Der fotografiert jetzt in die Richtung. Ja, ich schaue mir das jetzt mal an. Da vorne ist allerdings auch noch ein Bootshaus. Ja, da werden wir auch noch mal hingehen. So, ich habe jetzt den anderen Fotografenkameraden nicht vertrieben. Ja, der hat von hier in diese Richtung fotografiert. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, da hinten sieht man die Alpen. Ja, ich sehe es, glaube ich, eher in die andere Richtung. Mal schauen. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. So, ich glaube, die Idee war relativ gut, nochmal später wiederzukommen. Also es ist nicht menschenleer, aber es ist leerer. Das Strandbad hat sich auch... Oh, hier sehe ich schon wieder was. Ich glaube, könnte das Motiv sein. Die Linie zum Steg. Man weiß es nicht. Ah, gehen wir mal wieder weiterschauen. Ja, ich glaube, von hier, das wird eher mein Motiv werden. Da vorne ist die nächste Hütte. Schön im Abendlicht. Oh. Wahrscheinlich ist 24 wieder nicht weit genug. Also weitwinklig. Wir gucken mal. Ach, traumhaftes Wetter. Aber für meinen Geschmack noch ein bisschen zu voll. Hier in Stegen. Vielleicht heißt die Stadt Stegen. Wegen der vielen Stege. So, hier spiegelt sich jetzt sehr schön das andere Häuschen im Wasser. Das gefällt mir ganz gut. Schaut mal. Das sind schon die Alpen da vorne, ne? Oder? Bitte? Das sind da vorne schon die Alpen, ne? Ja, das okay. Sind die Alpen. Also... Ja, ersten Spot gefunden, ne? Habe ich ja gerade schon gesagt. Warum soll ich jetzt auch groß noch was anderes machen? Ich habe jetzt den ND-Filter drauf. Schauen wir uns mal eben die Einstellung an. 25 Sekunden auf einer Blende 9 mit ISO 100. Und mal gucken, wie das Bild aussieht. Ja, würde ich sagen, passt von der Belichtung. Bildgestaltungstechnisch habt ihr gesehen, habe ich die Hütte so ins linke Drittel. Ich wollte aber auf jeden Fall noch einen Vordergrund haben. Ich habe mich gerade erschrocken, da schwimmt ein Mensch. Das scheint das Wasser warm zu sein. Den Baum wollte ich nicht mit rein haben und ich wollte aber auch noch ein bisschen hier von dem Kieselstrand haben. Und da kommt eine Bachstelze angeflogen. Das ist mal geil. Wildlife Inklo, wie immer, wenn ich nichts dabei habe. Und da kommt die zweite. Bei mir sind die sehr fluchtaffin. Hier kommen die angesneakt und haben mit nichts Probleme. Ich schleiche jetzt mal so ein bisschen hier um den See rum. Hier gibt es immer ganz viele Zugänge und taste mich jetzt so an die erste Hütte ran. Der Sonnenuntergang, der wird da passieren. Da sieht man jetzt schon so ein bisschen Farbe. Aber ich muss zugeben, ich finde das Motiv aktuell noch spannender. Aber wie gesagt, ich taste mich ran. Ach, da steht die Kamera. So, die GoPro hat jetzt noch nicht viel Material gemacht, aber ich hole die mal ab, weil jetzt kommt langsam da Farbe im Himmel. Und dann möchte ich eigentlich die Hütte in die andere Richtung fotografieren. Die Hütte
muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ist auch schön. Aber gerade leicht, wenn es dunkel ist, ist dieser Biergarten, der jetzt schon wieder so buntes Licht anhat. Weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Also ich konzentriere mich auf die kleine Hütte. Gut, 20 wäre jetzt gut. Ne? Hier die Führungslinie vom Steg mit dem Gitter und dann dem Haus, was möglicherweise schon ein bisschen absäuft. Die GoPro habe ich da mutig da oben irgendwo reingebimselt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich wirklich zu der nächsten, zum nächsten Strand hin muss, um das ganzheitlich drauf zu kriegen. Aber das mache ich auf jeden Fall nochmal, habe ich mir gerade überlegt. Ja, boah, geil. Geil, geil, geil. Auf einmal. Ein bisschen. Ich bin ein kleiner Honk. 24 muss man auf 24 rausdrehen. Das letzte habe ich jetzt auf wie viel gemacht und war schon begeistert auf 34 mm. Also ich brauche keinen 20er. Schönes Framing gefunden durch die Büsche, aber ich musste den Rucksack absetzen, damit ich weit genug zurückkommen konnte. Warum muss ich doch von NRW in anderes Bundesland ziehen, ey? Das ist schon geil, so ein See, ne? Aber da kommen auch viele Menschen. Fotobombing bei Dax, so muss es heißen im Englischen. Die haben jetzt schöne Waves hier reingemacht, nämlich, weil die sich gezofft haben, die Kameraden da. Ich muss sagen, von hier gefällt mir das nicht mehr so gut, weil ja, der Biergarten mit drin ist. Und ich finde, die Hütte verliert so ein bisschen ihren Charme. Vielleicht gehe ich jetzt doch mal nochmal zu der anderen Hütte. Ja, ich glaube. Aber die GoPro. Was mache ich mit der GoPro? Man weiß es nicht. Lass ich sie hängen, riskiere ich was? Vielleicht, ne? Muss auch mal mutig sein. Sieht ja keiner im Baum. Wahrscheinlich finde ich die gar nicht wieder. Aber der Himmel, lecko funny, ey, der ist mal geil. Boah. Ich bin Romantiker, guckt euch mal diesen geilen Himmel an. So, von Spot zu Spot gehetzt, die GoPro abgeholt und jetzt steht die Z9 alleine da vorne. Aber hier am See, ne, da passiert ja nichts. Rede ich mir jetzt mal selber so ein. Schnellen Schritt ist zurück. Ja, was wollte ich noch erzählen? Der zweite Spot, der kriegt mich jetzt nicht so hundertprozentig, weil die Gastronomie da vorne, die ist mir... Ich will sagen, too much. Die soll raus aus dem Bild. Naja, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Zeitraffer. 18.9 steht unter. Jetzt kann ich auch langsam mal gehen und dann scooter ich gleich mal zurück. Warte mal morgen früh auf den Sonnenaufgang.
Freunde, letztes Statement. Filter ist jetzt ab. Ich bin jetzt bei 6 Sekunden ohne Filter. Boah, bei Blende 13, ISO 64. Und das ist einfach tolles Licht. Aber die erste Hütte, wie besprochen, die gefällt mir besser. Boah, ich bin jetzt auch gleich weg. Und ich setze natürlich auf morgen früh. Da drüben, da will ich mal sehen, dass ich einen Parkplatz kriege auf dem Seeufer. An der Stelle, die da, tja, die mir da verraten wurde, laut meiner App. Mal sehen, ob das gelingt. Ich muss ja Nina morgen früh mal fragen, wenn wir das Meet and Greet machen, wem denn diese Hütte gehört. Ich meine, sie hat in dem Video gesagt, das ist irgendein Prominenter, dem die gehört. Der sollte mal so ein, zwei warme Lichtquellen, 3400 Kelvin daran machen. Und dann, so, ja, haben wir eine dunkle Hütte, ne? Mehr haben wir da nicht. Ja, ich hoffe, der Dynamikumfang der Z9, der reicht aus, dass ich da ein bisschen Struktur reinkriege. Aber ich belichte halt schon so eine halbe Blendenstufe über, um noch ein bisschen Helligkeit reinzukriegen. Schauen wir mal. So, tschüss für heute. Ach ne, ich nehme euch gleich noch mit, wenn ich den neuen Parkplatz kriege. So, Fotofreunde, jetzt gibt es nur noch eins zu tun, einen Platz für heute Nacht zu suchen. Hier ist ja okay, hier kann ich bis morgen früh auch stehen, aber ich will ja morgen früh nochmal das Thema Ammersee, Langzeitbelichtung, Stege und Hütten von der anderen Seeseite mal angehen. Und es gibt da einen Platz direkt am Seeufer, wo die Janine auch gestanden hat. Ich weiß noch nicht, ich mutmaße mal, bestimmt kann ich... ist Wohnmobil wieder verboten. Dann gibt es noch so einen Sportplatz in der Nähe, einen Parkplatz in der Nähe an einem Sportplatz. Da darf man auch, ja, man soll nur am Wochenende, wenn Physik ist, nicht die Plätze blockieren. Da ist der Plan, dass ich morgen früh vielleicht mit dem Scooter von da ans Seeufer fahre. Mal gucken. So, und jetzt mal schauen. Drückt mir die Daumen, weil, oh, ich freue mich auf die Nacht. Wo bin ich denn jetzt angekommen? Ich checke hier gerade noch mal die Parksituation. Aber, ich sag mal, da wo ich jetzt stehe, das geht wohl. Schöningen? Warte, muss ich eben gucken. Schondorf am See heißt das. Und ich bin hier neben der Gastronomie, aber das geht alles relativ gesittet zu. Jetzt gucke ich gerade mal, wie weit es runter zum Wasser ist. Ja, und da bin ich schon am Wasser. Morgen früh werde ich verlagern. Der Hintergrund ist folgender. Hier der ganze Parkstreifen. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt noch was sehen kann, aber auch in die Richtung. 4 Stunden darf man da parken. So, und ja, ich will es jetzt nicht strapazieren. Hier steht auch keiner. Da vorne habe ich noch so Bereiche gesehen, wo es vielleicht gehen könnte. Aber ich will das... Nö. Ich penne dann zwar ein bisschen schräg heute, aber mein Gott, das werde ich überleben für eine Nacht. Das geht so ein bisschen bergab. Doppelt bergab. Dann schlage ich hier mal längs, dann geht das nämlich auch auf einmal. So, und jetzt muss ich schon mal direkt gucken. Ah, welch Zufall. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Da bin ich schon direkt an einem Motiv, an den Bootshäusern. Das ist toll. Da ist der Schilfgürtel, von dem die Janina in ihrem Video berichtet hat. Somit muss der Anlegesteg für die Dampfer ein Stückchen weiter da sein, der lange Steg. Jo. Und da sehe ich den auch schon. Boah, hier ist die Welt noch echt in Ordnung, muss ich sagen. Das gefällt mir. Schön ruhig, ein bisschen Ambiente von den Menschen, die da ja, wohnen oder leben oder essen. Oh, und ich gehe gechillt noch mal am Wasser entlang. Ach, hier, guck mal, hier ist der lange Steg. Jo, supi.
Ja, und falls ihr mich fragt, was gefällt Ihnen jetzt besser? Schondorf oder Stegen? Ich habe hiervon noch nicht viel gesehen, aber auf Anhieb gefällt mir Stegen besser. Schondorf besser. Es ist ruhiger, es hat mehr Ambiente. Stegen fand ich war eher so ein bisschen partymäßiger. So, hier darf man auch wieder parken. Ohne Einschränkungen. Hier stehen aber schon direkt zwei. Ja, mal schauen. Ich gebe nicht auf. Ab hier ist wieder Parkverbot. Ich gucke mir das mal an. Ja, ich habe mich jetzt noch mal eben umentschieden. Bisschen von der Seestraße hochgefahren. Ich stehe jetzt hier ganz friedlich am Straßenrand. Ich denke, bis morgen früh wird das gehen. Hier ist auch schön ruhig. Hier kann man wirklich Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen hören. So, schönes Schlagwort, gute Nacht.